Hi ho! Da sind wir wieder zurück bei Kingdom Hearts. So, ja, natürlich der Stream wird mal ein bisschen verspätet. 5 Minuten diesmal später, aber ließ sich gerade nicht anders ändern, weil hier gerade Trubel im Haushalt ist. Ich habe nicht dran gedacht, dass der Rest hier geplant hat, um 15 Uhr wegzufahren, und deswegen musste ich jetzt nochmal schnell alles abklären. Deswegen 5 Minuten später. So. Gut, beim letzten Mal haben wir es ja geschafft, hier in der Mogwai-Schmiede alles zu schmieden. Also alle 30 Gegenstände. Wie man sieht, jetzt haben wir... ich scroll mal hier mal rum. Jetzt haben wir die 3 neuen Gegenstände hier, die wir brauchen. Mir ist aufgefallen. Mithril-Tropfen. Sind, glaube ich, gar nicht so schwierig. Was waren das? War das Mithril-Tropfen? Ich guck nochmal nach, fix hier. Bei den Items. Mithril-Tropfen. Ach ne, die kriegen wir da von diesem Akrabar-Vieh. Achartropfen, Energietropfen. Das ist auch nicht schwer, Achartropfen. War von Anthropozina in der Stadt Traverse. Das wird ein bisschen ätzend nur, aber nicht schwierig. Und die Energietropfen, die werden ein bisschen ätzend werden. Das ist der dumme, schleichende Soldat. Aber eigentlich können wir Donalds Stab schon eigentlich als erledigt betrachten, weil der Rest nicht so schwer ist. Hier brauchen wir 3 Pyrotropfen. Kriegen wir von Halloween Town, ist auch nicht schwierig. Die Cyanid-Tropfen waren von... den grandiosen Geist. Geht aber auch. Wir nehmen da einfach die Final-Elixiere. Die Donnertropfen. Die werden noch ein bisschen ekelhaft werden. Die Donnertropfen sind nämlich... ist nämlich dieses komische Vieh im tiefen Dschungel. Dieses schwarze Zipfelmützenvieh. Was sich vervielfacht und dann immer einmal kurz hochspringt, wo wir uns merken müssen, an welcher Stelle es landet. Und dann müssen wir das attackieren. Das wird ein bisschen schwierig. Da muss ich nochmal schauen, wie wir das machen. Und Juwelentropfen geht eigentlich auch. Das ist dieses komische, dicke, runde Vieh, was da im Nimmerland rumfliegt. Ist also auch möglich. So, hier jetzt Donnerquarz. Atlantica, okay. Freudentau wissen wir. Das können wir aus Halloween Town holen. Den wird es viel mehr zum Hochspringen verleiten. Freudenstein kennen wir momentan auch schon. Sturmtropfen. 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 Ich glaube, die waren ja genau von Neoschatten. Und 3 Dunkelmaterie. Bei Dunkelmaterie wissen wir, das können wir bauen. Und hier war das nämlich, genau. Hier wusste ich nämlich nicht wegen Mithril. Aber ist auch nicht so schwer. Die Luzidsplitter müssen wir bloß wieder sammeln. Das wären halt die ganz normalen, ne, Schattenlurche, der Sturmkristall an sich. Shadow Mine, was hast du gesagt? Meine Mutter ist kein dickes, rundes Vieh, was in der Luft rumfliegt. Deine Mutter ist wahrscheinlich auch nicht, das Ding, was ich meinte. Egal, Sturmkristall, auch nochmal nach, war von Engelsschwinge oder Invictor am Ende der Welt. Auch nicht schwer. Und Mithril kriegen wir nämlich auch von der Engelsschwinge. Das passt nämlich ganz gut zusammen. So, da wir davon 3 brauchen, kann ich jetzt herausrechnen. Mithril brauchen wir 2, 4, 6. Also noch 4-mal Mithril. Schauen wir das mal ganz kurz wieder hier in den Chat. Wie gesagt, ich schreibe mir das. Ihr müsst, also jetzt der Shadow muss jetzt nicht mitschreiben. Das mache ich schon alleine. Dann 3-mal... Sturmkristall. Die Zibuzid-Splitter werden jetzt lustig. 9 brauchen wir. Das heißt, wir brauchen insgesamt 27. 22 haben wir. Das heißt, 25 brauchen wir noch. Das wird ein bisschen ätzend. Die Zibuzid-Splitter. Na gut. Dann hätten wir die Dunkelmaterie da zusammen.
Tropfen haben wir zum Glück schon, dann hier dreimal Achat-Tropfen. Wir werden auch gleich nochmal woanders hinfliegen. Denn ich habe was vergessen, das habe ich mir jetzt die Tage nochmal durchgelesen. Da brauchen wir dreimal Mithril-Tropfen, die werden am leichtesten zu kriegen sein, glaube ich. Sind ja nicht so schwer. Und fünfmal Energietropfen. Energei habe ich jetzt geschrieben, na klar. Eigentlich egal, ich weiß ja, was gemeint ist. So. Drei Pyrotropfen. Pyrotropfen. Wenn ihr es jetzt tippen hört, ne, tut mir leid. Ich muss ja aber aufschreiben. Ist wichtig. So, Cyanid. Cyanid-Tropfen. Dry Donner-Tropfen. Ich glaube, die Donnertropfen und die Freudensteine wären, glaube ich, das Schwierigste. Freudentau weiß ich nicht. Kann sein, dass die auch blöd werden, aber wie gesagt, da haben wir ja schon so eine Taktik gefunden. Die muss bloß klappen. Wir müssen es bloß schaffen, das Vieh da so in die Ecke zu kriegen, aber ich denke mal, das ist einfach nur so eine Fummelarbeit. Unmöglich ist das Ganze nicht. So, 4 Juwelentropfen habe ich mir jetzt aufgeschrieben. Dann. Das ist echt viel, ne? Mal sehen, ob wir das heute schaffen. Diesem Stream. 4-mal Donnerquarz. 3-mal Freudentau. Geht eigentlich dadurch, dass wir schon Freudentau haben. Das ist ganz cool. 3 Freudensteine. Und 3 Sturmtropfen. Und das war's, weil die dunkle Materie brauche ich mir nicht aufschreiben. Da habe ich das schon am Anfang gemacht, da habe ich mir das ja aufgeschrieben. Wie teuer 3 dunkle Materie wären. Das sind ja dann die 4 Mithril und die 3 Sturmkristalle und die 25 Luzidsplitter. So. Ist notiert. Wenn wir das fertig haben, die 3 Gegenstände, heißt es für uns, falls wir noch nicht Level 99 sind, uns hoch zu leveln. Und dann gehen wir auf jeden Fall auch die Secret Bosse an. Aber mal schauen, wie weit wir jetzt kommen. So, denn wir haben was, oder beziehungsweise ich habe was vergessen. Beziehungsweise eigentlich auch ihr. Weil zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist es ja ein Livestream und keiner hat mir das gesagt, dass ich mir das da abholen kann. Was ganz bestimmt ist. Und ich bin ein bisschen enttäuscht von euch, aber naja. Nein, bin ich nicht, aber... so viele Dinge, die man sich in Kingdom Hearts merken muss. Bisschen ätzend. So, denn uns fehlt was ganz Entscheidendes, was uns viele, viele Kämpfe erleichtern wird. Ich gebe gleich mal einen dezenten Hinweis. Und zwar hier. Oder besser gesagt hier. Guckt mal an, wo wir schon überall Gar haben. Ne, ich weiß, Stopp, Ra... Ich weiß, wo wir Stopp gar herkriegen, ne? Das ist nicht das Problem. Aber uns fehlt die Heilung. Uns fehlt immer noch ich glaube, Vigra heißt das dann. Ja. Und die kriegen wir hier von Aerith, nachdem wir Behemoth besiegt haben, das erste Mal. Das heißt, wir labern sie an und labern sie sowas von wie: Ansem verschwand, als diese Welt der Dunkelheit zum Opfer fiel. Er soll umgekommen sein, als er das Volk gegen die Herzlosen verteidigte. Aber Ansem war derjenige, der sie herbrachte. So, und jetzt kann man sie nochmal anlabern und dann sagt sie: Ansem wartet in der Dunkelheit, aber hier ist ein kleines Licht, um dich zu beschützen, Sora. Zack, die Kraft der Heilung erhalten und Vitra wurde zu Vigra. Das ist halt das, womit es mir keiner gesagt hat, was ich erst so nach Nachgucken herausgefunden habe, dass uns das fehlt. So. Mehr sagt sie aber nicht, ne? Nee, lies diesen Bericht, dann verstehst du Ansems Absichten. Ja, das machen wir später, wenn wir alle Ansem-Berichtszeiten haben. Dann lese ich die alle nacheinander vor. So, haben wir das aber auf jeden Fall jetzt auch. Haben wir Vigra. Dann, was man eigentlich nicht machen muss, aber ich mache es einfach mal, weil es lustig ist. Und weil ich einfach mal mich ein bisschen davor drücken möchte, jetzt die ganzen Items zu sammeln. Und Blackie ist da. Hallo Blackie, du hast nicht viel verpasst. Wir haben gerade nur ein bisschen rumgelabert und aufgeschrieben, die Items.
So. Denn, ihr seht, ich bin hier in der Gummiwerft. Ich gehe mal auf Dock 10. Ich möchte euch mal nur kurz was zeigen, was wir hätten noch machen können. Und zwar können wir jetzt hier unser eigenes Gummischiff bauen. Ohne Vorlage. Und ich glaube, ich mache das mal ganz kurz. Ich baue jetzt hier so einen Standard. Ihr könnt jetzt euch aussuchen, welche Farbe wir das Gummischiff geben wollen. Wollen wir so standardmäßig weiß? Oder lieber so orange-gelb? Oder so rot-gelb? Oder rot-orange? Oder so auch wieder rot-gelb, bloß umgedrehte Farben? Oder mehr so lila? Oder mehr so grün-blau? Oder mehr so blau-lila? Schwarz-weiß, sagt Shadow. Ich finde es irgendwie so. Unsere Blacky 2.0 war schon schwarz-weiß. Beziehungsweise weiß. Immer was anderes haben. Ich mach mal das hier. So. Schwarz, ja, leider gibt es hier kein Schwarz. Ich nehme jetzt mal die Farbe, so, weil wir haben nämlich hier, wie wir sehen, drei verschiedene. Ich blätter mal hier rum. Die Farben bleiben eh jetzt aktiviert. Wir haben hier drei verschiedene Schilde. Wir haben einmal die Protestgummis, die Schutzgummis und die Anti-Z-Gummis. Und wir müssen mal ein Schiff bauen, was wirklich aus vielen Anti-Z-Gummis besteht. Denn wir haben wenig Leben mit dem Schiff, aber ist ja wie gesagt eigentlich nicht mehr nötig. Wir fliegen damit eh nicht mehr rum, aber ich wollte es einfach mal gemacht haben. Und zwar bauen wir uns jetzt mal hier, ist der zentrale Punkt. Das heißt, da rein baue ich jetzt mal kurz das Cockpit. Das Coole ist nämlich, dadurch, dass wir jetzt gefärbt haben, wie ihr seht, sind alle Sachen gefärbt. Was ich echt schön finde. So. Der zentrale Punkt ist hier. So, ich fange halt mit dem Cockpit mal an. Das ist jetzt nicht viel zu bedeuten, warum. So, bauen wir mal ums Cockpit herum. So, und jetzt mal überlegen, wie könnten wir es am besten gestalten, das Schiff? Könnte jetzt halt sowieso, dann kann man dann nachher die Antriebe drauf machen. Dann könnte man hier so voll flügeltechnisch irgendwas Cooles dahin bratzen. Ich denke mal, hier kommen dann so Kanonen rauf oder sowas. So. Sieht momentan noch unspektakulär aus. Wie gesagt, da kommt noch was. Denn man kann nämlich hier auch, wie man sieht, die Steine auch nochmal in anderen Positionen, in anderen Formen hier anbringen. Oder hier auch geile Tragflügel machen. Und die gucken wir uns jetzt mal ganz kurz an. So. Die werden eigentlich richtig cool. So, das heißt aber, wir brauchen dann. So. Und dann die anderen noch. Genau die. Upsala. Muss ja auch schnittig aussehen, ne? Ach, falsche Sicht gedreht. So. Müssen aber irgendwie die Dings da weg, glaube ich. Das ist dann, glaube ich. Ich glaube, das sieht dann besser aus, wenn die weg sind. Und sie sieht das irgendwie komisch aus, aber naja. In einem Beyblade, sagt der Shadow. Hui, ist das nicht ein schönes Schiff? Also unten könnte man genau dasselbe nochmal machen. Das mache ich jetzt einfach mal. Es geht gar nicht, ne? Ach doch, das geht. Muss man erstmal. Okay, so. So.
Ah, das war falsch. Sieht wirklich ein bisschen aus wie ein Beyblade, muss ich mal so sagen. Fupp, fupp. Dri, dri. Ponk. Dri, dri. Ponk. Und dann sieht es... Das ist doch ganz schön, ganz... Eigentlich ganz in Ordnung aus. Neon. Das ist auf jeden Fall anständige Flügel. Ja, so lasse ich das. Genau, ich habe auch schon eine Idee, wie ich weitermache. So. Dann bei den Düsen werden wir es wie folgt machen. Ich werde, sind die normalen, genau. Ich werde hier überlegen. Mache ich das wirklich so? Oh, ich glaube ja. Na, ich mache das so. So, Achtung. Weiß, wir dallern jetzt hier ein bisschen rum und so. Eigentlich sollten wir schon längst weitermachen hier. Alles Zeitverschwendung ist mir bewusst, aber ich habe gerade mal Bock darauf. So. Einmal runter, zack. Und zack. Dann haben wir die besten Düsen hier und genau. Jetzt weiß ich nämlich auch, was ich da machen wollte. So, und jetzt nehmen wir nämlich hier mal die abgestumpften Sachen da, die geschliffenen. Nee, ich bin mal... Nee, ist doch falsch. So ist richtig. So, ist eine bessere Tragfläche. Sieht einfach cooler aus dann. So, wusch, haben wir da erstmal voll das Monstrum. Natürlich könnten wir jetzt, das mache ich sogar, so und so. Dann, hoppala, hier die normalen, genau. So. Weiß, sieht jetzt ein bisschen komisch aus, aber naja, das hat alles noch Sinn und Verstand. Denn wir können jetzt hier neben diesen großen Antrieben die dann noch hinbauen. Die gerade so nicht dahin reichen, verdammt. Da habe ich mich verschätzt. Oh. Ah, ist ein bisschen doof geworden jetzt. Ja gut, dann hauen wir die halt so ran. Dann sind die halt so an der Seite implementiert. Dann sieht das doch nicht so schlecht aus. Irgendwie so. Können wir noch eins hier? Alter. Ah, jetzt geht nicht mehr, ne? Ah, wir haben auch gar keine mehr. So. Das schon mal cool. Naja, geht ja gleich weiter hier, ne? Nicht wundern, ich will einfach mich mal ausprobieren. Genau, hier haben wir dann diese zwei Düsen. Ich glaube, die packe ich dann diesmal so irgendwie besser aussieht. So rauf. Ja doch, das sieht doch cool aus, so. Das ist nämlich unsere Turbo-Antriebe.
So, einmal runter bitte. Genau, die Barrieregummis, da muss ich nochmal gucken. Ich glaube, die befestige ich einfach unten. Unten ans Schiff. Für die habe ich halt immer noch keine Idee, wo man die am besten platzieren sollte. Ja, einfach so unnötig auch. Extra Platz für die zu suchen. So. Alles klar, dann können wir hier beispielsweise noch ja, Scheibenwerfer benutzen. Da würde ich jetzt sagen, benutzen wir die Runden. Inwieweit versteckte Items, ich würde mal sagen hier und hier. Dann sieht es nicht allzu doof aus. Und Kanonen kommen gleich. Wir benutzen jetzt auch mal, nimm jetzt einfach mal alles, was es anbietet. Hier Haska-Gummi haben wir zum Beispiel auch. Können wir ja auch nochmal zwei solche Antriebe hierauf legen. Oh. Natürlich blöd so. Sieht überhaupt nicht übertrieben aus oder so, egal. Ja, denn wir nehmen auch natürlich hier alles mit, was es hier gibt. Zum Beispiel die Analysegummis. Die packe ich mal hier hinten so hin, zack. Natürlich immer schön symmetrisch. Muss das ganze Schiff ja auch aussehen. So, da haben wir nur noch selber Analysegummis. Morpho brauchen wir nicht mehr. Die kennen wir ja auch schon. Die wollen wir definitiv haben. So. Ne, die packe ich den einen hier hin. Und den anderen dahin. So, und jetzt machen wir einfach mal die Waffen zum Schluss. Also natürlich brauchen wir die Standardwaffen noch mittel, also ne, mittlere Schüsse abzugeben. Ich würde sagen, wir arbeiten uns dann hier von außen nach innen. Das heißt, hier kommt eine normale Kanone hin. Und da kommt eine normale Kanone hin. Dann kommen hier welche hin und da eine hin. Genau. Ah, ich glaube, das reicht nicht. Ich glaube, da müssen wir noch mal extra Platz schaffen. Hier und hier. Dann natürlich das Ultima-Gummi. Was jetzt hier keinen Platz mehr hat. Aber wir können ja dafür sorgen. So. Und jetzt fehlen uns noch... Doch, das würde passen. Jetzt fehlen uns nämlich noch hier einmal... Die. Ich glaube, die dürften noch raufpassen. Ich glaube, die haue ich mir dann hier so hin. So. Dann dürfte unser Schiff eigentlich jetzt... Eieiei. Ja, ziemlich gut sein. Hier mit Schild und so alles hoch. So, und jetzt hier könnt ihr euch wieder Namen jetzt ausdenken. Das Schiff ist mal ein selbstgebaut, das ist doch auch mal was. Auch ein bisschen übertrieben hier mit den Waffen und so. Naja. So, dann wir tragen es ein in Dock 10. Und da könnt ihr jetzt gerne mal Namensvorschläge machen, ne? Sehe schon hier Beyblade. Warum nicht, ne? Dann nennen wir es Bex. Lecker Bier. Nee, Beyblade. Nach.
diese Steuerung manchmal, ne? Also manchmal sind echt diese Tasten echt so. Jo, wir steigen nochmal um. Fertig. So hätten wir den auch gebaut. Und jetzt ist nämlich halt die große Überraschung, wenn wir jetzt damit fliegen würden. Hätten wir, ich mach's einfach mal. Ich zeige euch das mal. Haben wir jetzt ein bisschen mehr Leben unten. In der Ecke. Da guckt. Also wir sehen natürlich immer noch getrieben. Durch das Analysegummi da Seiten und so. Wir sehen jetzt eigentlich richtig viel. Wir haben jetzt eigentlich alles, was das Schiff haben kann. Wenn wir das schön mit Antrieb. Jetzt ist es eigentlich perfekt. Jetzt ist es ein eigengebautes Schiff und sieht cool aus. Stirbt einfach. Sterbigt. Keine Ahnung, wie man wieder besiegt. Das war echt. Ja, ist eigentlich jetzt auch ein ziemlich übertriebenes Schiff. Also, wie gesagt, bei uns haben wir ja auch. Nur das hat jetzt auch mehr Standardleben. So. Warum hierhin? Ganz einfach, wir brauchen Mithril und Sturmkristalle. Wird jetzt ein bisschen nervig, aber wir können es nicht ändern. Wir können es leider nicht ändern. Dirp. Tut mir jetzt auch echt leid, dass wir das jetzt so machen müssen. Nicht durch die Tür. Nein, danke. Hier. So, jetzt beginnt der Ernst des Lebens, ne? Oh cool, dass wir gleich die Neo schaffen. Nicht schlecht. Also aufgefallen ist mir übrigens nur, dass uns Vikra fehlt, das kann ich jetzt auch mal so sagen. Ich habe mir mal jetzt Videos angeguckt, nach ein bisschen Boss-Strategien, wie wir jetzt die nachfolgenden Bosse machen können, die jetzt noch kommen. Und da habe ich auch geguckt, wie wir am einfachsten Phantom besiegen können. Ist eigentlich gar nicht so schwer, es ist bloß wirklich ein langer Kampf. Selbst wenn man die Magie nicht so hoch hat und so, man braucht halt nicht allzu viele Ether-Items, sage ich mal so, weil am besten, lass mich los, am besten ist in dem Kampf geeignet, dass wir Goofy mitnehmen, weil Goofy besitzt die Fähigkeit MP-Spender, wisst ihr ja, der kann uns ja MP abgeben, das gibt man halt ihm am besten. Und wenn Goofy diese Fähigkeit hat, dann haben wir schon den ersten Sturmtropfen. Denn wenn Goofy diese Fähigkeit hat, gibt er uns die immer wieder ab und wir müssen einfach nur darauf achten, dass Phantom uns nicht trifft mit seinen Zaubern. Das geht auch ganz leicht. Es gibt so einen Zauber, da bleibt er kurz stehen. Lädt so gesehen so ein Zauber auf und der verfolgt uns dann und dann müssen wir halt gucken, dass wir einfach hinter den Glockenturm kommen. Wahnsinn, sie kommen, sind hier auch. Wir brauchen die aber nicht. Ich habe mich übrigens belesen. Auch deswegen. Wenn man den Fungis hier doch mehrmals denselben Zauber und so. Alter, schlägt Zora jetzt schnell zu. Das ist cool. Wenn man Zora jetzt die, also bei den Fungis da denselben Zauber macht, kriegt man doch diese Meister-Items. Und ich dachte immer so, die brauchen wir später auch fürs Schmieden. Stimmt aber gar nicht. Wenn wir jedes Meister-Item haben, können wir zu Merlin gehen. Und der gibt uns so eine Waffe für Goofy. Das ist der Sturmkristall einer. Das ist auch sehr cool. Ne, auf jeden Fall, die Meister-Items, der gibt uns Merlin nur eine Waffe für Goofy.
Und Sturmkristall können wir dann abhaken. So. Ich hätte echt, ich glaube, ich mache das mal ganz kurz. Moment, ich mache mal Sturmtropfen und Sturmkristalle alle mal in eine Zeile. Ist gerade ein bisschen nervig. Um mal runter zu scrollen. So. Genau. Ja, brauchen wir aber nicht, weil die Waffen, die wir jetzt machen wollen für Donald und Goofy, sind eh die besseren. Wir würden, so ein kleiner Fun-Fact halt für die, die es interessiert, ich weiß nicht, ob ich das noch mache, würde zwar zu 100% zählen, aber das ist mir dann doch ein bisschen zu umständlich und auch zu unnötig. Die Waffen sehen einfach so aus, wie die, die wir am Anfang mit Sora wählen mussten. Das heißt, der Stab ist so ein Mickey-Maus-Stab mit einem Hut drauf. Also Mickey-Maus-Kopf. Ah, das geht ja schnell mit den Sturmkristallen. Fehlt uns noch einer. Und das Schild ist einfach das Standardschild mit dem Mickey-Maus, auch mit dem Mickey-Maus-Symbol vorne drauf. Die, die wir halt am Anfang des Spiels gesehen haben. Das sind einfach die beiden Waffen, speziell dann für Donald und Goofy. Aber unnötig, finde ich. Das ist, mögen zwar starke Items sein, aber wie gesagt, die wir jetzt machen, durch die Materialien, die wir hier sammeln, die sind besser. Und noch einer? Nee, Eta. Stimmt, das war ja so ein gelbes Item-Symbol. Kein blau, kein rotes. Erst wenn es so rot aussieht, so ein roter, großer Knubbel. Dann ist es so ein Item. So, wir laden hier wieder auf. Gut, dass da ein Speicherpunkt ist, so werden wir niemals oben. Also niemals out of Mana. Also wie ja ähnlich, aber hier geht es natürlich auch um Donald und Goofy. Dass die halt schnell Schaden machen. Also wie gesagt, Phantom habe ich jetzt nicht mehr so eine Angst davor, das zu besiegen. Das könnten wir auch jetzt nach dieser ganzen Sammeltour eigentlich mal angehen. Das Monster, sobald wir die Waffen haben, können wir es ja mal probieren. Der einzige Gegner, von denen es mir so ein bisschen graut, ist der Unbekannte. Selbst Sephiroth, ich habe mir das ja wie gesagt schon alles durchgelesen, selbst Sephiroth soll nicht so schwer sein wie der Unbekannte. Der Unbekannte soll wirklich der stärkste hier sein, weil er aus richtig vielen Phasen besteht. Und bei Sephiroth gibt es Tricks, seinen Attacken auszuweichen. Die haben wir beim ersten Kampf, als ich den ersten Kampf gegen Sephiroth mal so aus Spaß gemacht habe, haben wir davon schon einen Trick oftmals verwendet. Ich wusste aber gar nicht, dass das eigentlich auch eines der Strategien ist. Und zwar haben wir doch hier Tomahawk, wie wir gerade sehen, wenn wir jetzt Dreieck drücken würden. Wer sich erinnert, bei dem ersten Kampf gegen Sephiroth, da habe ich ja Tomahawk auch oft eingesetzt, wenn er seine komische Feueraura da gemacht hat. Und die kann man auch einsetzen, wenn er seinen Erzengel da ansetzt, diese Fähigkeit Erzengel. Ist gerade ein bisschen nervig, deswegen ich glaube, ich setze jetzt mal Stoppera ein, sonst kriegen wir das hier gar nicht mehr zu fassen. Geht gar nicht. Doch, jetzt. Okay. So, wir haben den letzten Sturmkristall gekriegt, ganz cool. Brauchen wir trotzdem nur noch 4 Mithril. Und 2 Sturmtropfen. Ja. So, Sephiroth soll halt, wie gesagt, durch Tontaube, also durch Tomahawk, nicht so schwer sein. Heißt aber nicht, dass er auch noch einfach ist. Man kann bloß halt einige Attacken davon immer schärfen. Aber der Unbekannte soll 3 Phasen besitzen. Und 3 unterschiedliche Angriffsphasen, je nachdem, wie weit man ihn schon runtergekloppt hat. Und das wird ein bisschen ätzend. Wir haben zwar die Sturmkristalle hier relativ schnell gekriegt, aber das Mithril scheint auf sich zu warten gerade. Ich weiß, wir könnten noch Mithril so erstellen, bloß das Problem ist, dazu brauchen wir Freudentau. Ja, das ist gerade ein bisschen ätzend, das ist jetzt nicht so Lust zu sammeln, aus dem, wie gesagt, wozu jetzt noch extra Items sammeln, wenn... Ganz im Ernst, hier, was soll das? Ah, ich komme gar nicht an.
Die sind echt nervig, die Viecher. Die habe ich echt gefressen. Kann ich gar nicht leiden. Diese Engels. Ne, Engelsschwinge sind das nicht. Die Invictoren, die nerven echt total.